Es passt eben sehr gut zu den militärischen Ankündigungen des russischen Präsidenten, der jetzt sagt, er will russische Schiffe mit Hyperschallwaffen ausstatten. Eine Drohung, die zeigt oder zeigen soll, wir haben noch, wir können noch nachlegen. Ist das wirklich auch so? Ja, ich denke schon, dass Russland sozusagen in der Hinterhand noch Waffen hat, die wir in diesem Krieg gegen die Ukraine noch nicht oder noch nicht so häufig gesehen haben. Häufig heißt es ja auch von Experten, dass Russland eben die Hightech oder hochmodernen Waffen zurückhält für einen ganz anderen potenziellen Gegner, nämlich die NATO. Soweit ist es natürlich noch nicht und soweit wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Aber Russland will natürlich in einem potenziellen Konflikt mit einem wesentlich mächtigeren Gegner als die Ukraine nicht nackt dastehen. Das habe ich häufig von Experten, wie gesagt, schon gehört. Die russische Armee hat die Stationierung von Iskander-Raketen in der Ostsee-Exklave Kaliningrad bestätigt. Die atomar bestückbaren Boden-Boden-Raketen waren demnach bereits Anfang des Jahres an Russlands westlichen Vorposten verlegt worden. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern können sie auch die Hauptstädte diverser NATO-Staaten erreichen, darunter unter anderem Berlin, Warschau und Kopenhagen. Mit der Stationierung des Waffensystems reagiert Russland auf die Verlegung mehrerer NATO-Bataillone in die baltischen Staaten und Polen. Darin sind auch Einheiten der Bundeswehr beteiligt. Deutschland wird sich 2018 mit insgesamt dreimal so vielen Soldaten an Militärmanövern zur Abschreckung Russlands beteiligen wie im vergangenen Jahr. Wie aus einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums hervorgeht, sind für Übungen im östlichen und nördlichen Bündnisgebiet der NATO rund 12.000 Soldaten eingeplant. Russland hat am Mittwoch eine neue ballistische Interkontinentalrakete getestet. Anderswo gebe es nichts Vergleichbares, sagte Präsident Wladimir Putin. Sie werde jenen zu denken geben, die Russland zu bedrohen versuchten. Putin wurde im Fernsehen gezeigt, wie er über den Raketentest informiert wurde. Das Geschoss wurde demnach im Nordwesten Russlands abgefeuert und traf Ziele auf der Kamtschatka-Halbinsel im fernen Osten des Landes. Jetzt rüstet Russland mächtig auf und das nicht nur an der ukrainischen Grenze, sondern auch in der Arktis. Was Präsident Wladimir Putin laut Medienberichten am Nordpol treibt, versetzt die USA in Alarmbereitschaft. Waffentests, neue militärische Stützpunkte und Häfen. Ende März hatte die russische Marine mit einem atomar betriebenen U-Boot bei einer Übung meterdickes Eis in der Arktis durchbrochen und damit Präsenz in der Region demonstriert. Das Pentagon beobachte die russischen Aktivitäten sehr genau, sagte Sprecher John Kirby. Eine neue radioaktive Superwaffe sorgt dabei für besondere Aufmerksamkeit, der Tarntorpedo Poseidon. Er wird laut CNN von einem Nuklearreaktor angetrieben und soll auf dem Meeresgrund unter Verteidigungslinien von Küstenstaaten hindurchtauchen können. Etwa an der US-Küste, so die amerikanische Befürchtung. Laut russischen behördlichen Quellen trägt der Torpedo einen mehrere Megatonnen schweren Sprengstoff, der bei der Explosion eine riesige radioaktive Druckwelle auslösen könne, die die Küstenregionen auf Jahrzehnte unbewohnbar machen würde. Niemand habe Interesse daran, dass die Arktis militarisiert wird, so Pentagon-Sprecher John Kirby. Teile der Arktis gehören zu den Staatsgebieten der USA, Russland, Kanada, Dänemark, Schweden und Finnland. Sie ist für alle Staaten von strategischer Bedeutung. Es werden dort gewaltige Mengen an Öl und Gas vermutet. Russland hat mehrere seegestützte Interkontinentalraketen getestet. Vier mit Atomsprengköpfen bestückbare Raketen des Typs Bulava feuerte die Marine von dem U-Boot Juri Dolgoruki im Weißen Meer aus ab. Das teilte der Pressedienst der Nordmeerflotte mit und fügte hinzu, dass erstmals diese Anzahl von Raketen gleichzeitig unter Wasser gestartet wurde. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte dazu ein Video. Die Agentur Interfax meldete, dass die Geschosse planmäßig auf einem Testgelände auf der Halbinsel Kamtschatka eingeschlagen seien. Dieses ist mehrere tausend Kilometer von dem Abschussort entfernt. Russland testet regelmäßig Interkontinentalraketen bei ähnlichen Manövern.
Es war die größte Wasserstoffbombenexplosion aller Zeiten. Am 30. Oktober 1961 zündete die UdSSR die sogenannte Zar-Bombe über der Doppelinsel Novaya Semlya im Nordpolarmeer. Die bisher unveröffentlichten Aufnahmen wurden jetzt von Russland freigegeben. Zunächst ist zu sehen, wie die Wasserstoffbombe in rund 10.000 Metern Höhe abgeworfen wird. Ein daran befestigter Fallschirm bremst sie ab, damit das Flugzeug genug Zeit hat, um das Testgebiet zu verlassen. In 4 Kilometern Höhe explodiert dann die Zar-Bombe. Zu diesem Zeitpunkt ist das Flugzeug 45 Kilometer vom Abwurfpunkt entfernt. Am Himmel baut sich ein rund 60 Kilometer hoher Atompilz auf. Er ragt damit bis in die Mesosphäre hinauf, die mittlere der 5 Schichten der Erdatmosphäre. Das nukleare Ungeheuer hatte eine Sprengkraft von 50 Megatonnen TNT. Damit war die Bombe rund 4000 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe Little Boy. Entwickelt wurde sie zwischen 1956 und 1961 als Ergebnis des nuklearen Wettrüstens zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. 2 Jahre später einigten sich die USA, die Sowjetunion und Großbritannien auf ein Verbot von Kernwaffenversuchen. Weitere Tests im Ausmaß der Zar-Bombe blieben der Erde somit erspart.